Hallo, hier ist Frederik, und gerade mit Mega Man 5 für den Gameboy. Heute mit wahrscheinlich Mars hatten wir schon, dann ist das Neptun. Ja, Neptun. Sah auch nach Wasser aus, aber wieso haben wir dann vorher einen Gegner gehabt, der uns mit Blubberbläschen attackiert? Noch dazu sind die Waffen, die wir bisher bekommen haben, alle etwas eigenartig. Unsere eigene Hauptwaffe ist in der Lage, einfach mal bei Gegnern hängen zu bleiben und sie zu zerkneifen. Und ist auch generell extrem mächtig. Wir können sogar Gegenstände damit aufsammeln. Wir haben nun vom letzten Gegner von Merkur eine Waffe bekommen, mit der wir einfach mal eben Lebenspunkte von unseren Gegnern klauen können. Also, da bin ich schon sehr überrascht. Positiv, weil es auf jeden Fall neue Einfälle sind, was ich natürlich gut heiße. Negativ in der Hinsicht irgendwie, ja, zum einen erscheint so, als ob das Spiel, ja, irgendwie, es wirkt wie eine Entschuldigung. Das klingt jetzt gemein, aber es wirkt auf mich wie eine Entschuldigung. Weil eben die Level von Mars, gut, ich sag mal, der von Mars, das ging noch so weit. Aber der von Merkur, das war... okay, dafür sind die da. Aber das von Merkur, das fand ich nicht mehr schön. Das war einfach zu viel. Das hier erinnert sehr an... Wie ist der Kerl nochmal? Die Gegner hier sind definitiv... sind sehr wahrscheinlich an die Gegner aus Mega Man 5 und 6, also an die restlichen, angelehnt. Allerdings sind gewisse Unterschiede definitiv merkbar. Was ja auch so sein sollte, es sind ja neue Gegner. Wasserphysik. Juhu. Aber jetzt durch diese Verbesserungen lohnt es sich für mich auch wieder, dass ich meine Waffen auflade. Dass ich meinen Mega-Arm auflade. Dankeschön. Weil durch diese Bumerang-Fähigkeit, die der jetzt bekommen hat, ist es vor allem, okay, ich meine, ich habe so viele Versuche gebraucht, dass ich die nötigen Punkte hatte, mir beides gleich zuzulegen. Von dem her, ne, du kommst mir nicht zu nah. Tja, und was dieses Level hier betrifft, bisher ist es noch alles in Ordnung. Aber das kann sich ja trotzdem noch ändern. Interessant finde ich, dass uns da dann tatsächlich für eine Weile unser Arm fehlt. Na gut, er schießt ja auch mit seinem Arm, aber dass es dann auch grafisch wie, so gezeigt wird, ist auch wieder nicht selbstverständlich in meinen Augen. Und da sind wir beim Endgegner. Na gut. Also Neptuns Level ist soweit auch in Ordnung. Okay, springst rum wie so ein Affe.
Autsch. Tut mir leid, das war jetzt nicht wirklich. Okay, der Gegner hat was anderes gemacht, aber irgendwie war der mir gerade zu leicht verwundbar. Das war jetzt ähnlich wie bei. Nein, der war noch leichter als Mars. Vor allem, weil man hier. Ich weiß nicht, das Ausweichen, ich meine, ja, ich hab mich gerade wieder blöd treffen lassen, aber das war einfach nur, weil ich mich an diese Steuerung wieder erst noch gewöhnen muss, beziehungsweise natürlich habe ich mich auch wieder blöd angestellt. Das kommt natürlich auch dazu, aber das ist nebenbei der Angriff von Saltwater, ja natürlich, Salzwasser. Was zum Teufel? Unsere neue Waffe Salzwasser, ja, und ich habe den Gegner auch wieder nicht mit Waffe besiegt. Ist ja auch irgendwie nicht nötig, weil unser Mega-Arm so viel Schaden macht. Da ist es gerade irgendwie fast schon ein bisschen witzlos, muss ich sagen. Nein, ich bin noch nicht fertig. So, her damit. Ich bin soweit fertig. Mal sehen, was jetzt passiert. Ach so, wir dürfen jetzt zu Terra. Na gut, dann kann ich mir schon vorstellen, was in diesem Spiel noch passiert. Naja gut, dann würde ich sagen, beende ich hier die Folge. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um Terra. Ich bin Xi. Bis zum nächsten Mal bei Mega Man 5. Ciao, Leute.